Und hier wird man natürlich auch schon richtig toll erwartet, gell? Hallo Pippi, meine Füße. Wollt ihr jetzt runter? Runter, runter? Hm? Runter, runter? So, so, ihr dürft jetzt runter. Ach, Pitschi. Nicht warten schon ganz ungeduldig. Ja. Du dürft jetzt gleich runter. Wo ist der Don? Hm? Der ist ja gar nicht da, der Don. Hm? Der ist nicht da. Hm? Wo ist der? Na, der kommt jetzt bestimmt auch gleich, wenn er uns hört. Ich muss jetzt, wie gesagt, die immer ja noch getrennt runterlassen. Das heißt, als erstes hier unsere. Und der Don, der kommt jetzt auch gleich ums Eck gespitzt. Den führe ich dann nochmal separat runter. Hallo Don, oh, muss man jetzt für die Ohren anlegen. Ist alles gut. Ja? Ist alles gut, Großer. Ist alles gut. Ja, ein feiner bist du, ne? Ja, du bist ein feiner bist du. Ja? Alles gut. Ja? Ihr dürft jetzt gleich runter, okay? Ja, dann mache ich hier mal auf, dass die gleich runter ins saftig grüne Gras kommen. Es hat ja ganz schön geregnet, muss sagen, Gott sei Dank. Weil es war ja so extremst trocken, dass man hier schon gedacht hat, ist ja vertrocknet alles. So, jetzt muss ich euch schon wieder ein bisschen zur Seite. Immer ein bisschen schwierig. So. Jetzt könnt ihr schon mal losgehen. Im Gang steht natürlich momentan das grüneste Gras. Deswegen muss ich hier immer wieder mal ein Überzeugungsstückchen dabei haben. Oder geht er heute freiwillig? Auf, kommt. Auf geht's. Kommt. Piet. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich 2 oder 3 Mal laufen muss. Und dafür sind mir die Strecken etwas zu weit. Auf geht's, komm. Weiter. Piet. Auf. Ab geht's. Tja, wo ist mein Stückchen? Stückchen ist weg. Also probieren wir so. Auf geht's, komm. Wieder. Auf. Komm. Komm, Dicke. Komm, Pippi. Gleich mit. Komm. Auf geht's. Auf geht's. Komm. Ab. Pippi. Ja. Nicht vorbildlich. Und die 2. Ja gut, sind halt auch älter, ne? Lassen sich ein bisschen mehr Zeit. Auf geht's, komm. Ich doch mal ein Stückchen suchen. Das schmeckt doch gar zu köstlich, gell? Komm, Piet. Kleines Behelfsstückchen. Ja, aber ich meine, das ist hier wirklich die Lauferei. Ist schon Wahnsinn. Auf, komm. Auf geht's. Komm. Auf jetzt. Auf. Und das überzeugt doch. Komm, Piet. Auf. Komm, ab mit dir. Ab. Ab jetzt. Komm. Ab. Ab. Du gleich hinterher, ja? Komm, Papa. Ja? Komm gleich, Don. Bin gleich da. Wenn die Herrschaften hier unten sind. Weiter, Piet. Komm, weiter. Oh, jetzt geht's aber ab. Jawohl. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh, momentan blüht hier ein Akazienbaum. Und dieser Duft, der ist so extrem toll. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch auch einen Akazienbaum gibt, also speziell die Akazie. Alter, finde ich richtig oh, toll. Naja, Don hat sich jetzt schon gemeldet. Ich bin auch runter, sofort. Aber ich muss jetzt erst ganz vorlaufen, weil wir sind jetzt hier auf der hintersten Weide. Und da muss ich die Herrschaften jetzt erstmal einsperren, dass ich mit Don dann vorbeikomme. Aber mittlerweile sind die so lieb zueinander, ich denke, da wird auch gar nichts mehr passieren. Und wir haben ja auch vor, sie am Wochenende dann endlich zusammenzulassen. Komm, ne, ich rein mit dir. Ja? Ach, rein mit euch. Komm, Piet. Rein. Hier rein. Hier rein. Da steht mir zu wenig Gras. Ja, rein mit euch. Ja, ab. Pippi, komm. Komm, fahren mit dir.
Rein mit dir. Jawohl, gut gemacht. Gut gemacht. So. Ach, hier bin ich. Kamera falsch rumgehalten. So, ich gehe jetzt hoch und hol Don. So, wieder oben angekommen. Don gehalftert. Jetzt geht's wieder nach unten. Ich führe momentan noch Runde. Dann muss man so ein bisschen langsam machen. Wir hatten das auch bei Bibi, wie es das erste Mal dann Runde ja, gerannt ist. Dass es sich da jetzt nicht irgendwie ja, überschlägt. Weil der Boden ist halt schon ein bisschen anders. Ne? Bei uns sind sehr viele Steinchen und sehr viel Matsch und Schlamm. Und wenn man natürlich hier vom Geraden kommt, muss man das Ganze auch ein bisschen lernen. Ja, dann. Na, du machst das schon ganz toll, machst du das. Ja, ja du bist nämlich schon ganz toller, bist du. Ja, dann gehen wir jetzt mal fein runter. Und wie gesagt, am Wochenende wollen wir sie dann wirklich zusammenlassen. Die Mädels waren jetzt schon ein paar Mal spazieren, speziell jetzt mit Pitchy und Don. Dann waren sie auch schon auf dem Platz und haben sich da, ja, das ist rutschig, gell? Müsst ihr aufpassen. Und haben da auch schon verschiedene ja, Annäherungsversuche gemacht. Und das war alles super positiv. Ich denke, das wären wirklich richtig gute Kumpels. Na dann, mit der Pitchy dann Kumpel. Nächstes momentan wieder russisch. Und das heißt natürlich, ist sie jetzt hier ständig am Schauen nach Don. Ja? Da kommt er, gell? Ja, da kommt er ja schon. Ich weiß nicht, ob ihr so gehört habt, eben so ein leichtes Wiehern. So. Oh, da kommt er. Ja? Ja. Da kommt er. So, jetzt müssen wir ganz nach hinten laufen. Den Don haben wir jetzt hier auf der allerhintersten Weide. Na, fast die hinterste. Es gibt noch eine weiter hinten. Ja. Und du hast auch noch ganz schön viel Gras draufstehen. Da kannst du dich drauf freuen. Die anderen, ja klar, die sind noch zu dritt. Nochmal langsam. Langsam machen. Langsam. Und so hat man seinen Morgensport zumindest schon erledigt. Ja, da ist jetzt die Weide. Das sieht man so. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt müssen wir mal schauen, wie ich das mit der Kamera mache. Und mit dir? Nein, da wird noch nicht gefressen. Erstmal mal da sein. Erstmal mal da sein, Freunde. Ja? Mal rum. Ja, mit dir. Alles fein. So, Halfter ausziehen in die Kamera. Hier jetzt auch mal. Man das hinbekommen? Oh, warte, du bist so groß. Ja, super. Gut, dass du das gemacht hast. Ja, gut. Gut gemacht. So, dann guten Appetit. Nehmen wir das auf den. Jetzt muss ich mal nach dem Wasser schauen. Und das ist ja der einzigste Nachteil jetzt hier, dass Don separates Wasser braucht. Ja, da ist nicht mehr so viel drin. Muss ich nachher also noch ein paar Gießkannen schleppen. Übrigens vielen Dank für den Tipp mit dem H2O-Bag. Also den werde ich mir auf jeden Fall, sobald ich demnächst beim Krämer bin, werde ich mir den zulegen. Das ist schon ein Riesenvorteil. Das mit den Gießkannen und der Schubkarre habe ich auch schon versucht. Allerdings, bis ich dann unten war, waren die Gießkannen fast leer. Weil dafür ist es so schräg und auch so uneben. Also wie gesagt, da ist alles daneben geschwappt. Aber das Gras ist jetzt noch ziemlich nass, also da brauchen sie so schnell sowieso nichts zu trinken. Und den mache ich jetzt auf. Mal gucken, wie es irgendwie
Stick-Locker. Ja. Den mache ich jetzt hier auf. Dann können sie hoch ans Wasserfass. Und wie gesagt, nur für Don muss ich schauen, dass ich da noch ein bisschen Wasser dann runter trage. Aber das mache ich schon später. Jetzt geht es erstmal hoch. Wieder Kaffee trinken. Immer gemütlich. Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Momentan variiere ich ein bisschen. Das heißt also, die Enten dürfen jetzt morgens in den Garten. Also eigentlich in den Schweine-Sonnenparadies-Garten. Da dürfen die ran. Und dann etwas später eben die Schweine dann. Hier sieht es auch schon ganz gut aus. Also sehr gute Gärtner, muss man sagen. Ich weiß zwar nicht genau, was sie hier anbauen. Aber da wird wirklich alles umgepflügt und alles irgendwie, ja, angeknabbert. Aber gut, ich meine, so fühlen sie sich wohl. Und das ist ja die Hauptsache. So, dann holen wir die jetzt schon nochmal. Komm mal gleich raus mit dir. Komm, die Schweinchen. Ich bin raus mit dir. Weil Hans und Queenie sind eh draußen. Und die anderen zwei sind ja wieder am Brüten. So, also die kommen ja dann nur. Kann man ganz vorsichtig mal reinschauen. Können wir übrigens mal die Entenexpertenflaschen in die Kommentare schreiben, wie lange das dauert. Ich habe, glaube ich, gelesen, 30 Tage brüten die, wenn mich nicht alles täuscht. Schreibt mir es gerne nochmal in die Kommentare, wann es dann soweit ist. Ich bin schon sehr gespannt. Hallo Schweinchen, holt er raus jetzt? Holt er raus? Ja. Ja. Jetzt raus. Trockenes Brötchen. Schlecht. So, komm, hier dürft raus. Auf geht's. Garten gehen. Ja, schön Garten gehen. Schön Garten gehen. Weiter. Pauschen, komm, weiter. Garten gehen. Schön den Garten. Jawohl. Lass sie gehen, Hans. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Hey. Aufhören. Aufhören. Schon frisch, ne? Das ist ganz schön mutig geworden, unser Hans. Dafür, dass er am Anfang ja immer die Flucht ergriffen hat, aber jetzt ist er richtig, ja, aggressiv. Aber nur bei den Schweinchen, weil er da merkt, dass die weichen. So, langsam. Auf. Machen schön Sitz, Mann. Sitz. Nein. Sitz, Mann. Pauschen, Sitz. Richtig Sitz. Oh, ist fein. Und die Rosalie. So. Dann lasst es euch schmecken und gut gehen. Schön drin bleiben. Nein, bleib schön drin. Jetzt kommt der Hans. Jetzt kommt der Hans. Ist nicht schlimm, Hans. Ist nicht schlimm. Ist alles gut. Oh, jetzt wird der noch gejagt. Muss nicht jeden jagen. Oh, das war auch nicht schlimm. Seid ihr dann so schisserig an? Seid ihr dann halt alle so schisserig? Ja, alles gut. So, aber jetzt gibt's wirklich Kaffee. Ja, da bin ich jetzt wieder. Wichtigsten Aufgaben im Büro erledigt. Und heute habe ich mir noch vorgenommen, endlich hier den E-Zaun anzufangen auf dem Beton. Habe ich euch ja schon gesagt, dass ich mich jetzt hier für Seil entschieden habe. Hallo Schweinchen. Und da kann ich hier schon direkt die Isolatoren und so weiter direkt übernehmen. Und ich möchte heute auf jeden Fall mal die Seite hier machen, bis zu unserem Gatter, also bis hierher. Und den Rest, da muss ich dann mal schauen, weil da will ich noch einiges an Pfosten und so weiter ändern. Da werde ich dann heute nicht mehr ganz dazu kommen. Aber zumindest mal bis hier, dann übers Erdkabel auf die andere Seite. Und den alten lasse ich jetzt hier erst nochmal.
Und so kann man dann zumindest das Gatter schon mal verwenden, dass es nicht nur so optisch aussieht. Und die Pferde haben auch noch einen riesen Vorteil, weil hier steht nämlich noch ein grüner, saftiger Streifen. Krass. Also, jeder hat was von. Und jetzt heißt es als erstes mal Strom abschalten, ganz wichtig bei so Aufgaben. Und erstmal hier den alten Zaun entfernen. Alle Vorarbeiten beendet. Ich habe jetzt auch noch die fehlenden Isolatoren eingedreht. Und jetzt kommt die Hauptaufgabe hier, das Seil zu spannen. Ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Ist ein sauschweres Ding. Ich habe da gleich eine 400 Meter Rolle ist das oder so, gekauft. Also da ist auch richtig was drauf. Und ich fange jetzt gerade rückwärts an. Das heißt, ich fange nicht vorne bei der Einspeisung an, sondern am Ende. Und dann werfe ich eine Schlinge quasi am Anfang, so dass ich nur einen Schnitt habe. Das hat eigentlich den Vorteil, dass ich den Strom nicht oben und unten separat nochmal einspeisen muss. Die Dinge, da gibt es extra für zu kaufen, Ausrollhilfen oder so heißen die Dinge. Also eigentlich ein Stiel, der hier genau durch das Loch passt. Und ich glaube, die machen das schon mit Absicht, dass da kein Besenstiel reinpasst, damit die eben ihre speziellen Abrollhilfen dann auch verkaufen können. Ich habe hier einfach eine Gewindestange und die tut es genauso gut. Soweit alles erledigt. Und ich finde, es sieht richtig schick aus. Also zumindest besser als zuvor. Wie gesagt, also ich habe jetzt hier noch die Einspeisung. Da greife ich jetzt nicht dran, weil ich habe nämlich schon Strom drauf. Dann gehen wir hier einfach rum und dann bis ans Ende. Und jetzt muss ich mal natürlich noch prüfen, ob er auch leidet. Dann habe ich hier mein Messgerät. Das wird einfach berührungslos dran gehalten. Und wie man hier sieht, 6 kV, 8 kV. Unten auch 8 kV, also volle Einspeisung. Und das geht jetzt komplett hier einmal entlang. Bis eben ans Ende. Da kann ich jetzt auch nochmal prüfen. Also auch volle 8 kV. Da auch. Hier geht es über das Kabel den Boden entlang. Kommt hier wieder raus. Und geht hier wieder in den Zaun rein und hier wieder mit 8 kV weiter. Also Daumen perfekt. Und das Schöne dran ist jetzt natürlich, dass man hier jetzt auch das Gatter dementsprechend öffnen kann und natürlich dann auch hier direkt vom Paddock aus losreiten kann oder auf den Platz gehen kann oder. Also auf jeden Fall wieder einen Schritt weiter. So, jetzt werde ich den Schweinchen gerade noch schnell Wasser bringen, weil ich glaube, die haben Durst. Entweder haben sie ihr Wasser wieder umgeschmissen oder haben sie leer getrunken. Bleibt schon hier. Hier bleiben. Kommt. Hier bleiben. Rosalie, Paulchen, kommt. Kommt. Schön hier bleiben. So, alles leer, wie gedacht. Ja, gibt gleich noch was. Noch mal das Wasser. Okay. Mal gucken, dass die Enten hier nicht reingehen. Ne, ihr bleibt draußen. Bleibt mal draußen. Und Paulchen, bleibst hier. Das tut nicht gut, aber ihr habt Durst, gell? Das war mir klar. So, jetzt aber schnell.
schön trinken, ja? Trink schön. Ja, du kriegst gleich was zu fressen. Das trinkt erst mal. So, aber jetzt. Dann machen wir schön Sitz. Machen wir schön Sitz. Sitz mal. Sitz. Da habe ich schon mal Sitz. Jawohl. Ja, Salih. So. So. Jetzt muss ich im Don noch das Wasser runterschleppen. Und dann war es das erstmal wieder. Oh, das war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch Elektrozäune bauen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.